Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Kurs Marketing Reloaded. Für Quereinsteiger, ich habe hier einen Kurs begonnen, der euch das Basiswissen für ein erfolgreiches Online-Marketing zur Verfügung stellen soll. Meine Grundüberzeugung ist, ich kann Online-Marketing und Online-Communication nur dann ordentlich fahren und erfolgreich fahren, wenn das Marketing-Fundament vorhanden ist und wenn ich ein gewisses Know-how im Marketing für dieses Spiel mitbringe. Ich habe den Kurs genannt Marketing Reloaded, weil ich euch an der einen oder anderen Stelle zeigen werde, wo das klassische Marketing heute erweitert und ergänzt werden soll. Aber ansonsten ist mein Credo, Marketing ist der Ausgangspunkt und ohne Marketing kein erfolgreiches Online-Marketing. Also, wir haben sechs Module, sechs Workloads in mehreren Einheiten und aufgeteilt in kleine Filmchen, alle immer so 20 Minuten, 30 Minuten, manchmal sogar 40 Minuten. Sorry, aber für den, der es braucht, ist es vielleicht interessant, der wird sich's anhören. Alle anderen könnt ihr das dann nutzen, wenn ihr das an der einen oder anderen Stelle mal für euch selber braucht. Die Module, Überblick haben wir gemacht, Makroumwelt, Pestanalyse haben wir auch gemacht. Und wir hängen jetzt immer noch in der Mikroumwelt rum, in der Analyse der Mikroumwelt und haben hier uns den Markt näher betrachtet. Und heute möchte ich mit euch die sogenannte SWOT-Analyse anschauen: Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken-Analyse. Und das Ganze wie immer in diesem Kurs. Wir haben uns ja einen Case herausgesucht. Wir haben uns vorgestellt, wir sind ein kleines Unternehmen, das vielleicht ein kleines Handelsunternehmen im E-Commerce tätig oder möchte in den E-Commerce einsteigen, im Handel tätig. Und wir wollen halt jetzt oder wir brauchen einen Online-Shop. Und da haben wir gesagt, halt, halt, bevor wir zu schnell schießen, lasst uns doch mal überlegen mit Marketing-Management-Überlegungen, was ist denn alles wichtig für einen erfolgreichen Webshop und für einen erfolgreichen Einstieg in den E-Commerce. Also, die Ausgangssituation, wir sind ein Unternehmen, wir müssen in den E-Commerce einsteigen oder auch nicht. Und wir haben es verstanden und gehen jetzt davon aus, dass wir das über eine strategische Planung machen. Der Marketing-Management-Prozess oder alle Marketing-Management-Prozesse sind immer dreiteilig. Und deswegen habe ich auch hier so eine gewisse Ampelsystematik für euch zum Vereinfachen hergenommen. Rot ist immer die Analyse, rot, stopp, stehen bleiben, nicht gleich über die Straße laufen, sondern überlegen, wohin können wir gehen, also analysieren, links, rechts oder zurückgehen. Und dann, wenn die Option, wenn die strategische Entscheidung da ist, dann eben schaltet die Ampel um auf Orange. Wir gehen links, wir gehen rechts, wir machen einen bestimmten Move und letztendlich die operative Umsetzung, die Ampel schaltet auf grün und dann kommt dann die Umsetzung der strategischen Gedanken. Und da sind wir dann im Marketing-Mix und wir sind im Kommunikationsmix online-offline. Und hier ist dann eben auch unser Online-Marketing verortet, natürlich immer mit fortwährendem Rückgriff auf die Analyse, auf die Unternehmensstrategie, auf die Marketingstrategie. Ja, wir befinden uns momentan immer noch in der Mikroumwelt, also ein recht umfangreiches Feld. Wir haben als erstes den relevanten Markt abgesteckt. Was ist das digitale Spielfeld, in das wir hineingehen wollen? Wir haben links unser eigenes Unternehmen mit seinen Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenzialen. Und wir haben natürlich rechts die Wettbewerber, die direkten und die indirekten auf dem Radarschirm, weil wir ja in der Analysephase sind und ganz oben an der Spitze des Dreiecks das Wichtigste, die Zielgruppe, der Kunde und letztendlich der Bedarfsträger mit seinen Forderungen, mit seinen Wünschen, dem wir ja bestimmte Angebote oder Lösungsangebote verkaufen wollen. Ja, unser Case war, unser Vorhaben, wir wollen einen Webshop, einen E-Shop. Jetzt haben wir gesagt, halt, halt, lasst uns erstmal diese Mikroumwelt analysieren und lasst doch mal schauen, das machen wir jetzt, welche Stärken und Schwächen haben wir denn überhaupt? Der nächste Punkt, was wir schon gemacht haben, ist die Analyse der Makroumwelt, weil wir sind ja nicht alleine irgendwo unter einer Käseglocke, sondern unser Vorhaben ist ja, tangiert ja das Umfeld, die Umwelt und wir sind hier nicht alleine. Und aus dieser Makroumwelt holen wir uns dann für die SWOT-Analyse, unser Thema heute in diesem kleinen Kurs, die Chancen und Risiken. Also, wir holen Stärken und Schwächen aus der Mikroumwelt und Chancen und Risiken aus der Makroumwelt, aus dieser gemeinsamen Analyse
Und die sind dann praktisch unser Input, unser Futter für unsere SWOT-Analyse. Ja, also ganz einfach, Makro, das haben wir im vorletzten Kurs gemacht, Chancen und Risiken mit der Pestanalyse. Da ging es um die Frage, welche externen Faktoren beeinflussen unser Vorhaben Online-Shop. Und hier haben wir praktisch beeinflussen, so definiert, dass wir gesagt haben, mit welchen Chancen und Risiken müssen wir rechnen, wenn wir in den E-Commerce mit einem Webshop einsteigen. Wie beeinflusst unser geplantes Geschäft oder was beeinflusst, Entschuldigung, unser geplantes Geschäft positiv wie negativ? Die Makroumwelt, ich wiederhole es nur kurz für die, die jetzt hier quer reinkommen. Bei der Makroumwelt haben wir Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik analysiert, Technologie, Wirtschaft und die Umwelt. Also alles Punkte, die unser Vorhaben, E-Commerce, Webshop, tangieren könnten. Wir haben dann in der Pestanalyse uns solche kleinen Listen gemacht, können eine Excel-Tabelle sein, wo wir dann die einzelnen Punkte durchgeprüft haben. Gesellschaft, was ist der erkannte Faktor? Welchen haben wir erkannt? Ich habe euch einen Tipp gegeben, sucht euch immer nur die drei stärksten raus, weil sonst wird es hinten raus, ihr seht es gleich bei der SWOT-Analyse, zum Bearbeiten einfach zu viel. Und dann schreiben wir ganz einfach die Chancen und die Risiken auf und das Ganze machen wir halt fallbezogen und tragen halt hier die Punkte ein, die uns aufgefallen sind und mit denen wir in Zukunft umgehen müssen. Ja, erkannter Faktor ist zum Beispiel Megatrends wirken, Megatrend-Mobilität. Das kann natürlich eine neue Chance sein. Jetzt können wir neue Technologien testen oder als Risiko, wir sind eine verängstigte Firma, gehen eher auf den Protektionismus, bauen Mauern, machen eine Festung und sagen, nein, wir müssen uns so lange genug wie möglich schützen, wenn diese disruptive Technik kommt, die wird uns hinwegfegen. Also lieber eine Mauer aufbauen, lieber da noch nicht mitmachen. Also ihr seht, man kann immer Chancen und Risiken aus einem Faktor herausziehen. Analysiert das, was für euch am wichtigsten ist und macht das dann für, so wie wir es gemacht haben, macht das dann für Gesellschaft, Kultur, Staat, Recht, Politik, Wirtschaft, Technologie und Umwelt. Und ihr seht, es ist schon eine Menge Holz und deswegen immer nur bei jedem Punkt wie Gesellschaft, Kultur, immer nur 1, 2, 3 erkannte Faktoren dann auf Chance und Risiko prüfen, weil das sonst einfach zu viel wird und ihr dann vor lauter Analyse in eine Paralyse kommt und dann auch nicht in die aktive Umsetzung. Gut, also ihr habt verstanden, Chancen und Risiken nehme ich hier raus und die Stärken und Schwächen holen wir uns aus der Mikro. Wie machen wir das jetzt? Stärken- und Schwächenanalyse dürfte den meisten von euch bekannt sein. Also, check jetzt deine Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale mit Blick auf dein Vorhaben, zum Beispiel unser Case, Webshop, im Vergleich zu deinen Wettbewerbern. Und du kannst jetzt, rechts habe ich dir mal in Anlehnung an Kotler, habe ich dir mal so eine Tabelle, so mache ich das immer. Ja? Also oben trage ich dann ein, ihr seht ja die Farben, eigenes Unternehmen habe ich blau gemacht, die Wettbewerber orange und das rote Dreieck vielleicht einen zweiten Wettbewerber. Ihr könnt auch den Mittelwert von den stärksten Wettbewerbern hier einsetzen. Das bleibt euch überlassen. Und ich suche mir jetzt bestimmte Leistungs- oder Erfolgsfaktoren heraus, die wichtig sind, um jetzt mit meinem Vorhaben E-Commerce oder mit meinem Vorhaben Webshop erfolgreich zu sein. Also wie sieht es aus im Bereich Marketing und Vertrieb? Da habe ich dann Punkte subsumiert, die wichtig sind. Wie schaut es aus mit dem Bekanntheitsgrad? Kennt man uns schon? Sind wir im Handel bekannt und gehen jetzt in den E-Commerce? Sind wir schon woanders aufgetreten? Nächster Punkt, es könnte sein, wir waren gar nicht im Handel und wir gehen direkt in den E-Commerce rein, also wir haben überhaupt keinen Bekanntheitsgrad. Wie sieht es aus mit unserem relativen Marktanteil? Wenn wir Kunden schon haben, wie zufrieden sind die? Wie schaut es aus mit der Kundenbindung? Wie gut sind wir hier mit Kundenbindungsprogrammen? Wie gut ist unser Image in Bezug auf Qualität der Produkte, die wir verkaufen? Wie ist eigentlich unser Image in Bezug auf den Service, den wir jetzt zum Beispiel in unserem Webshop bieten? Wie sieht es aus mit der Kommunikation? Wie kommunizieren wir eigentlich mit der Bedarfsgruppe? Kennen wir für die Kommunikation die wichtigen Customer Touchpoints? Haben wir die wichtigen Customer Touchpoints überhaupt schon mal analysiert? Das heißt, wo sind zeitliche und örtliche Konzentrationspunkte? Wo wahrscheinliche Kunden von uns, Bedarfsgruppen, vorbeikommen?
Haben wir das analysiert im eigenen Spielfeld und in fremden digitalen Spielfeldern? Also hier ganz, ganz, ganz wichtig, Kundenkommunikation, Kommunikation, Online-Kommunikation und dann der Kommunikationsmix. Es ist nicht immer nur alles online, es ist online und offline. Und im Handel, ihr wisst, da gilt No-Line. Dem Kunden ist es aus seiner Sicht egal, ob ihr offline und online seid. Er will euch einfach zu 24 Stunden rund um die Uhr, er will einen guten Service haben und er entscheidet eigentlich gar nicht mehr zwischen online und offline. Er setzt es einfach voraus. Wie gut seid ihr eigentlich mit der Marktforschung? Trackt ihr eigentlich all diese Dinge? Wie gut seid ihr? Wie gut ist die Marktforschung im Shop? Habt ihr Google Analytics? Habt ihr Web Analytics? Macht ihr die Webmaster Tools? Wie trackt ihr bei den Social Media Kanälen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Und wie sieht es aus mit eurem Vertrieb? Funktioniert der Vertrieb neben eurem Online-Shop? Oder habt ihr euch hier Kanalkonflikte eingehandelt? Und da oben jetzt schreibt er einfach die Punkte rein, macht eine gewisse Leistungsausprägung, ja, große Stärke, kleine Stärke, kreuzt es einfach an und macht dann hinten, wie wichtig das für euren Erfolg ist und tragt euch und eure Wettbewerber in diese Liste ein. Die Liste ist natürlich nicht vollständig. Das soll euch ein Beispiel dienen als Idee, wie ihr das dann machen könnt. Ich habe euch mal die Punkte rein. Es könnten also Marketing sein, es kann aber auch sein Forschung und Entwicklung, wenn es in euren Bereich reinpasst. Es könnten sein Erfolgsfaktoren der Führung. Was habt ihr für einen Führungsstil? Wie sieht es mit der Entscheidungsqualität aus? Wie teamfähig seid ihr jetzt für diesen Online-Shop? Habt ihr klare Zielvorgaben? Wie wollt ihr eure Mitarbeiter motivieren? Ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, wenn ihr aus dem stationären Handel jetzt in den E-Commerce einsteigt, wie führt ihr eure Leute dahin und wie macht ihr eure Leute für dieses Online-Geschäft fit? Wie motiviert ihr Mitarbeiter? Können die umgeschult werden? Oder verliert ihr viele ältere Mitarbeiter, weil die sagen, nee, das mit dem Online, das machen wir nicht mehr mit. Ja, wie rekrutiert ihr Nachwuchs? Wisst ihr überhaupt, weiß eure Personalabteilung überhaupt, wer jetzt für ein Online-Business, für einen Webshop eingestellt werden muss? Welche Fähigkeiten, Kompetenzen und Potenziale diese Mitarbeiter aufbauen oder mitbringen müssen? Das sind ganz, ganz viele Punkte. Projektmanagement, Kategorienmanagement, Bezeichnungen der Produkte. Wo kommen die Fotos her? Wo kommen die Texte her? Wo kommen die Kategorietexte her? Wer schreibt die Produkttexte? Und so weiter und so weiter. Altersstruktur. Ziehen eure älteren Mitarbeiter da wirklich noch mit? Oder was könnt ihr denen dann anbieten, damit euer E-Shop oder Webshop auch wirklich erfolgreich implementiert wird? Ja, nächster Punkt, den ihr prüfen könnt, Erfolgsfaktoren Produkt und Dienstleistung. Ja, wie sieht denn das Produktportfolio aus, das ihr online stellen wollt? Und bitte, bitte begeht nicht den Fehler, Dinge, Produkte oder Dienstleistungen, die ihr schon in der Offline-Welt nicht verkaufen konntet, die werden nicht dadurch besser, dass ihr sie jetzt online anbietet. Also, wie ist die Qualität? Braucht man das, was ihr? Ist das interessant? Ist das ein Hebel in der Wertschöpfungskette eurer Bedarfsgruppe? Wie sieht es aus mit dem Image eurer Produkte? Wie ist eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis? Habt ihr Innovationen? Wie sieht es mit dem Design aus? Wie zuverlässig ist denn das Ganze aus dem Bereich Produkt und Dienstleistung? Und die Sicherheit? Welche Sicherheiten bietet ihr? Und letztendlich, ja, was ist der Nutzen für den Kunden? Was ist die Belohnung? Habt ihr die Belohnungen für den Kunden? Wisst ihr überhaupt, was er braucht? Wisst ihr, welche Fragen der Kunden stellt? Und könnt ihr diese Fragen auch beantworten? Seid ihr da mit euren Lösungsangeboten? Also ganz, ganz spannend. Macht es einfach mal. Oder Produktion, Anlagen, Technologien, Standorte, Erfahrungskurveneffekte, all das, was wir besprochen haben. Wie sieht es aus mit Kapazitätsreserven und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt den Finanzbereich des Unternehmens natürlich schauen. Wie schaut es aus mit dem Eigenkapital? Wie hoch ist euer Verschuldungsgrad? Wie steht es um eure Liquidität? Ganz wichtig, wenn ihr da mit dem Webshop reinmarschiert, um mit dem Cashflow, Gewinnentwicklung, Rentabilität und so weiter und so weiter. Also denkt dran, auch schon bei der Planung bitte. Ein Webshop oder ein Einstieg in den E-Commerce dreht an so vielen Schrauben rum, das ist wie ein Biotop. Und wenn ihr nicht von Anfang an schon die Bewerbung dieses Online-Shops einplant,
dann habt ihr immer das gleiche Trauerspiel, ja? Ein Webshop muss her, alle schmeißen sich auf die Produktion von dem Webshop. Endlich hat man nach 2, 3 Monaten steht der Webshop. Das Geld ist auch schon knapp, die Liquidität nimmt ab und jetzt kommt keiner. Ja, man hat auch noch nicht begonnen, für diesen Shop Werbung zu machen. Das sollte man eben zeitgleich machen. Also überlegt einfach mal im Rahmen der Stärken- und Schwächenanalyse, wo seid ihr gut, wo seid ihr noch schwach auf der Brust und wo müsst ihr euch verstärken. So, und jetzt geht er her und nehmt diese Stärken- und Schwächenanalyse und nehmt das Bild dieser SWOT-Analyse, wie ich es euch vorhin vorgestellt habe, und tragt jetzt einfach eure Chancen und Risiken oder Chancen und Gefahren aus eurer Pestanalyse, aus der Analyse der Makroumwelt, die drei größten Chancen, die ihr erkannt habt, und die drei größten Gefahren, schreibt die da oben rein. Also O1, O2, O3 und Gefahren T1, T2, T3. Und jetzt aktuell aus der Stärken- und Schwächenanalyse eure größten, drei größten Stärken und die von euch erkannten drei größten Schwächen. Und dann kombiniert ihr in den Quadranten praktisch wie in einem Szenariospiel die Dinge miteinander. Also ihr kombiniert dann hier die erkannte Chance O1 mit der Stärke S1. Ihr kombiniert die Chance O2 mit der Stärke 1. Und ihr kombiniert die Chance O3 mit der Stärke 1. Und so spielt ihr S1, S2, S3 durch. Kombinieren heißt, ihr vergleicht die Ergebnisse und sagt, wenn das aufeinander trifft, was passiert da? Auf was muss ich in Zukunft achten? Vorsicht! Manchmal ist es sehr, sehr schnell erkennbar, manchmal ist es sinnvoll und manchmal ist es aber eine Kombination, die keinen Sinn ergibt. Dann vergesst ihr das einfach und lasst es links liegen. Aber spielt ein bisschen mit den Begrifflichkeiten und mit Chancen und Risiken, Stärken und Schwächen, weil ihr dann ein sehr, sehr gutes Gefühl bekommt. Und so kombiniert ihr praktisch jeden Quadranten. Ihr kombiniert die Gefahren mit den Stärken. Ihr kombiniert dann natürlich die Chancen mit euren Schwächen. Und ihr kombiniert natürlich Gefahren und Schwächen miteinander. Und so kommt ihr praktisch, ihr bekommt dann ein gutes Bild, ich habe es euch hier nochmal eingetragen, ihr bekommt ein gutes Bild, welche Chancen ihr aushebeln müsst, welche Gefahren auf euch zukommen, welche Stärken ausgebaut werden sollen und auf welche Schwächen ihr in Zukunft achten sollt, wenn ihr jetzt in den E-Commerce einsteigt. Und die Kombinationen, die sind natürlich. Auf der einen Seite der Quadrant Chancen stärken ist eher so die optimistische Variante. Gefahren und Stärken, naja gut, da sagt man, okay, es sind Gefahren, wir haben aber Stärken. Ich bin ein bisschen paranoid, aber ich probiere es mal. Chancen und Schwächen ist eher so der opportunistische Gedanke. Und das Risikospiel ist, wenn ihr eben viele Gefahren und viele Schwächen erkannt habt, dass ihr sagt, okay, setze auf Risiko. Aber warum das Ganze? Warum diese SWOT-Analyse? Ihr bekommt in der Makro- und Mikroumwelt relativ schnell ein gutes Abbild der momentanen Ist-Situation und ihr kriegt auch schon Hinweise, erste Hinweise für eure Strategie in den Quadranten, dass er eben sagt, okay, Chancen und Stärken treffen aufeinander, das muss ich ausbauen, die Maßnahmen zum Ausbauen sind und dann notiert ihr euch schon die ersten Maßnahmen, dann kombiniert er Gefahren und Stärken und sagt, oh, da muss ich aufpassen, das muss ich absichern. Maßnahmen könnten sein, erstens, zweitens, drittens oder unten eben Chancen und Schwächen. Okay, da muss ich dessen das noch aufbauen, das fehlt uns noch. Und bei der Kombination Worst-Case-Szenario, Gefahren und Schwächen, hier müsst ihr sagen, Mensch, da müssen wir aufpassen, diese Fallen müssen wir vermeiden. Dazu müssen wir jetzt in Angriff nehmen, erstens, zweitens, drittens. Und das Ganze spielt ihr dann einfach durch mit allen Punkten. Und dann habt ihr eigentlich eine schöne Liste. Ich mache es immer so. Ich habe euch jetzt an einem Beispiel, habe ich euch das jetzt mal so aufgezeichnet. Das heißt, ich führe die Stärken auf, ich führe die Chancen auf, ich kombiniere die Dinge und schreibe mir dann rechts die Maßnahme hin. Und damit habt ihr einen sehr, sehr schönen Maßnahmenplan. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die SWOT-Analyse ist ein ganz, ganz tolles Instrument. Input-Analysen, wenn man es ganz exakt machen will. Ich habe es euch mal aufgeführt, ABC-Analyse, Lebenszyklus, Erfahrungskurveneffekt, Kostenstruktur
und so weiter und so weiter. Das kann alles Input, Futter für eure SWOT-Analyse sein. Mein Tipp, nicht zu viel analysieren, so viel wie gerade notwendig ist, aber analysieren ist wichtig, bevor ihr in ein Vorhaben, bevor ihr in den Webshop, in den E-Commerce einsteigt. Analysiert erstmal sauber, das geht recht schnell. Ich habe euch gezeigt, die Makroumwelt, die Pestanalyse ist relativ schnell abgearbeitet. Wenn man sich das vornimmt, kann man das in einem Tag schaffen. Und die Analyse der Mikroumwelt mit all diesen Punkten ist schon ein bisschen schwieriger. Da werdet ihr vielleicht 2, 3 Tage brauchen, um das wirklich exakt analysiert zu haben. Und dann geht er gleich mit diesen Stärken und mit diesen Schwächen und Chancen und Risiken, geht er in die SWOT-Analyse und macht diesen SWOT-Optionen-Generator, um dann erste Maßnahmen zu planen. Und jetzt seid ihr dann praktisch schon bereit für den nächsten Schritt, praktisch eine Strategie zu entwickeln. Ich gehe diesen Weg mit der SWOT-Analyse, Analyse Mikro und Makro, mache ich eigentlich immer, auch als Agentur. Das heißt, bei kleinen Aufträgen natürlich gedämpft, aber ich gehe dieses Spiel durch und mache halt eine kleine SWOT-Analyse. Und wenn es große Vorhaben sind, gerade so, wenn ihr jetzt wirklich überlegt, sollen wir in den E-Commerce einsteigen, sollen wir viele Hunderttausende Euro nach 1, 2 Jahren im E-Commerce ausgeben, dann solltet ihr schon darauf achten, mit guten Input-Analysen ein solides Fundament zu setzen, um dann auch strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, das war es heute schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Punkt, der jetzt kommt, noch in der Mikroumwelt, ist, dass wir endlich auf den Kunden gehen, endlich das Kundenverhalten, endlich die Motive und Bedürfnisträger anschauen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wie kommen wir eigentlich an die Fragen der Kunden, wie kommen wir an die Motive der Kunden und so weiter. Also ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in den nächsten Einheiten wieder mal da sein sollt. Jetzt nochmal zum Abschluss, denkt dran, was haben wir gemacht die ganze Zeit? Wir hatten den E-Shop, wir haben Mikro und Makro geprüft, wir sind in die SWOT-Optionen hinein und dann eben mein Tipp, das ist die Basis für eure Strategie. So, jetzt bin ich auch schon wieder weg. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, die ihr mir gespendet habt. Ich hoffe, es war nicht so lang heute. Ich hoffe, ich war verständlich. Ich hoffe, ihr konntet die Sachen nachvollziehen. Wenn ihr weiter Interesse an Themen aus dem Marketing, aus dem Online-Marketing, aus der Psychologie und aus dem Online-Marketing-Management habt, dann besucht bitte meinen YouTube-Channel. Wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und ansonsten könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und vielen Dank für eure Teilnahme. Euer Peter.